Hallo, lieber Zwilling, das ist dein Tarotkarten-Reading für November 2023. Wir fangen hier gleich an und zwar mit dem Rider-Waite-Tarot-Deck. Ich bin übrigens Tanja und ich freue mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst und natürlich auch, wenn du einen Kommentar und ein Like auf diesem Video hinterlässt. Was bekommen wir denn für den Zwilling bitte im November? Für den Zwilling im November 2023 bitte. Unsere ersten beiden Karten sind Königin der Schwerter und Königin der Stäbe. Aha, das ist interessant. Das sind zwei Damen, zwei sehr königliche Damen. Was haben wir noch für unseren Zwilling? Als Zwilling bist du ja ein Luftzeichen, das heißt, es ist schon mal gut, dass die Königin der Schwerter als erstes rausgefallen ist. Das würde in dem Fall dich repräsentieren. Unsere dritte Karte, 7 der Schwerter. Gibt es da eine Klärung für diese 7 der Schwerter? Warum ist die hier? Womit könnte das zu tun haben? Mit der 3 der Kelche. Gibt es sonst noch etwas, was der Zwilling wissen müsste im November? Sonst noch etwas? Dankeschön. Wir haben ja natürlich die 3 der Münzen. Okay, so wie ich das sehe, ist hier jemand eifersüchtig auf dich und versucht deswegen hinter deinem Rücken ein bisschen deinen Ruf zu beschädigen. Wir haben hier mit der 7 der Schwerter jemanden, der ist ein bisschen hinterlistig, der macht so Nacht- und Nebelaktionen, agiert hinter deinem Rücken, der lügt, stiehlt vielleicht und das liegt daran, dass er gesehen hat, dass du höchst erfolgreich warst. Man sieht hier mit der 3 der Münzen, dass hier 3 Menschen sehr gut im Team zusammenarbeiten. Das ist die Karte der Kollaboration und das stört diese Person vielleicht, dass du mit anderen super zusammenarbeitest und dann habt ihr eben auch noch Erfolge gemeinsam gefeiert. Ihr habt Gründe gehabt, zusammen zu feiern, anzustoßen, ihr habt was Besonderes miteinander geschaffen und das war so besonders, dass dieser Mensch hier sich ja eifersüchtig gefühlt hat oder im Stich gelassen oder nicht wirklich zu diesem Team, zu diesem Siegerteam zugehörig gefühlt hat und deswegen hat diese Person dann begonnen, hinter eurem Rücken schlecht über euch zu reden. Wenn man jetzt hier diese 2 Königinnen hat, ja, und man stellt sich vor, die stehen miteinander in Konkurrenz, ja, dann würde die Königin der Schwerter dich repräsentieren, weil du bist als Zwilling aus dem Bereich der Luftzeichen, also sprich aus dem Bereich der Schwerter. Du bist hochintelligent, sehr begabt, du hast wahnsinnige Fähigkeiten, was die Eloquenz betrifft, du kannst dich immer perfekt ausdrücken, du bist halt einfach jemand, der weiß, was er tut, ja, und dementsprechend auch viel Erfolg im Beruf hat. Da gibt es jemanden, das könnte, muss aber nicht ein Feuerzeichen sein, ja, das könnte sein ein Löwe, ein Schütze oder ein Widder und diese Person ist eifersüchtig, die merkt einfach, du gräbst ihr das Wasser ab, du stiehlst ihr wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Thron, ja. Und diese Person würde halt auch gerne auf diesem Thron sitzen und merkt aber, du bist viel erfolgreicher, du kannst das besser. Diese Person wird sich aber dann, wie gesagt, davon stehlen, das heißt, diese Person wird entweder gekündigt oder sie kündigt selber oder sie geht, weil sie einfach merkt, du passt perfekt ins Team, du hast hier diese Kollaboration, diese wunderbare und diese Person wird hier einfach, die kann hier nicht glücklich werden, weil du sie um Längen überragst, ja. Was haben wir hier noch? Gibt es noch irgendetwas für den Zwilling, zum Beispiel in der Liebe? Was müsste der Zwilling in der Liebe wissen für November? Dankeschön. Da haben wir die Hohepriesterin, ja, in der Liebe darfst du dich auch gerne auf deine Intuition verlassen, ja. Die Hohepriesterin sagt, du weißt ganz genau intuitiv, mit Bauchgefühl weißt du, wer für dich gut ist und wer nicht. Können wir vielleicht ein bisschen mehr über die Liebe erfahren, weil das war jetzt sehr viel in Richtung, ja, ich meine, man könnte natürlich das auch so auslegen, ja, man könnte auslegen, dass du Erfolg bei einem möglichen Partner gehabt hast und diese Person hätte den gerne geklaut, sozusagen, ja, hat aber gemerkt, okay, nein, du bist diejenige, für die sich dieser Mensch entschieden hat und deswegen ist die da im Hintertreffen, ja. Gibt es sonst noch etwas für den Zwilling zum Thema Liebe und Beziehungen vielleicht? Ist da noch irgendetwas wichtig? Muss der Zwilling noch etwas wissen?
Hierophant, ja, das steht für Ehe, Eheschließungen, für langfristige Bindungen. Also hier ist jemand wirklich bereit, mit dir in etwas Längerfristiges zu gehen, ja, wenn du nicht schon in einer längerfristigen Bindung bist. Weil der Hierophant, der spricht oft davon, dass wir eben eine Eheschließung haben oder dass wir uns längerfristig auf etwas einlassen. Ja. Wenn es nicht Beziehungen sind, kann das sein, ich unterschreibe einen Mietvertrag, einen Autoleasingvertrag, einen Arbeitsvertrag, was auch immer. Ich lasse mich auf etwas Langfristiges ein. Und wenn ich dann noch dazu die Drei der Kelche habe, ja, die Drei der Kelche ist eine Partykarte, ja, also man kann Feste feiern, Geburtstage, Hochzeiten, Verlobungspartys, ja, da sehe ich schon, da ist sehr viel Commitment dahinter. Aber ich sehe eben auch, da ist diese andere Person, ja, diese Person, die hat halt gemerkt, okay, du bist überall erfolgreich, ja, wahrscheinlich sogar nicht nur im Beruf, sondern auch in der Liebe erfolgreicher als diese Person und deswegen ist die da ein bisschen stinkig auf dich. Was gibt es noch? Gibt es noch irgendetwas Wichtiges, was der Zwilling für November wissen müsste? Wir haben noch zwei Karten. Ja, es gibt Konkurrenzsituationen, jede Menge. Das heißt, du bist wahrscheinlich in einem sehr kompetitiven Umfeld. Vielleicht sogar in einem Umfeld, wo ein kompetitives Gehalt bezahlt wird. Ja, wo du wirklich jeden Monat schaust, dass du drum kämpfst, dass du die genügend Verkäufe machst oder dergleichen. Ja, weil es gibt Konkurrenz und die Konkurrenz schläft nicht. Und irgendjemand hier, entweder du oder jemand in deiner Umgebung, fühlt sich da ein bisschen gefangen. Jemand ist da nicht ganz glücklich damit. Jemand möchte raus. Jemand möchte ausbrechen, jemand möchte seine Fesseln ablegen, jemand fühlt sich auch manchmal vielleicht wie in einem Knebelvertrag. Ja? Ich weiß nicht, wer das ist, irgendjemand hier fühlt sich geknebelt und natürlich, es könnte deine Energie sein. Ja? Vielleicht gibt es da eine Art von Knebelung für dich, damit darunter könnte zum Beispiel fallen, dass du einen Arbeitsvertrag hast, in dem du sehr engmaschig in einem sehr engen Netz arbeiten musst oder wo du sehr überwacht und kontrolliert wirst oder wo du zum Beispiel eine Klausel im Arbeitsvertrag hast, dass du gewisse Sachen nicht nach außen tragen darfst, also so eine Confidentiality-Klausel. Und da kann es natürlich auch sein, dass du dich eigentlich in ein Umfeld bewegen willst, wo du etwas freier wärst. Ja? Also irgendjemand hier fühlt sich so ein bisschen eingequetscht. Ja, kann man sagen. Am Boden des Deckes haben wir den Buben der Kelche. Das ist natürlich auch eine ganz nette Karte für die Liebe. Ja, da könnte jemand zu dir kommen und sagen, du, ich interessiere mich für dich, ich mag dich, ich finde dich süß. Vielleicht möchte da jemand mit dir zusammen sein, aber Vorsicht, das ist ein Bube. Ein Bube hat nicht die Reife eines Ritters oder eines Königs. Ja? Das ist vielleicht eine Person, die ein bisschen unreif ist oder die ein bisschen so in der Träume-sind-Schäume-Welt lebt. Ja. Oder dir immer wieder erzählt, was sie gerne mit dir alles machen würde, aber dann nichts davon in die Tat umsetzt. Ja, das könnte auch übrigens jemand sein, der ein Wasserzeichen ist. Das könnte sein ein Krebs, ein Skorpion oder ein Fisch. Mein lieber Zwilling, das war's. Lass ein Like unter dem Video, abonnier den Kanal und wir sehen uns. Tschüss!